lieber kleiner Junge, 24 Stunden als Polizist im Polizeiwagen. Ja, Mann! Sag mir jetzt für Recht und Ordnung. Ey, du bist jetzt erstmal verhaftet, weil du kein Burger Pommes isst. Schauen Sie sich mal an, wir haben die Leute von vorne gemacht. Ey Leute, ich bin richtig sauer, Alter. Ich habe jetzt einfach Hausverbot. Ein jemand bei Smithers wegen Leonchen, weil der mich verpetzt hat. Ey Freunde, was geht ab? Und jetzt kommt ein neues Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute wird's richtig krass, denn ich habe Special Guest dabei. Mama! Leontin, was geht, Leute? Genau, Leute, heute wird's richtig krass, denn Leontin, du wirst heute 24 Stunden als Polizist im Polizeiwagen sitzen. Und ich würde sagen... Hallo, oder Hose runter. Ey. Leute, heute wird's richtig krass, Leontin. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich erstmal los, deinen Polizeiwagen holen. Ja. Und dann bist du heute... allein unterwegs, ne? Mhm. Das heißt, du bist heute der Polizist. Leute, heute werde ich meinen Job richtig ernst nehmen. Ey Leute, ich sag euch ehrlich, Leontin, das ist ein bisschen komisch. Ich mache heute auch ein bisschen Blödsinn und so. Ich hoffe, ich kriege da keinen Ärger. Deswegen sehen wir bestimmt heute noch im Laufe des Videos. So Leute, bevor ich erstmal mit dem Tag starte, als Polizist zu sein, bin ich jetzt erstmal hier bei Smith Toys. Jetzt werde ich mir erstmal einen Polizeiwagen kaufen. Keine Angst! Officer Leontin ist im Anmarsch! So Leute, ich bin jetzt erstmal hier drin und jetzt muss ich erstmal meinen Polizeiwagen suchen. So Leute, ich muss mich jetzt erstmal entscheiden, entweder dieses Auto, ey, das ist auch richtig fett, ja. Oder dieses Polizeimotorrad ist auch fett, setz dich mal drauf. Boah Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist der Akku leer. Boah, ich sag dir aber ehrlich, Leontin, ich glaube, das Ding ist krasser, weißt du? Okay, sollen wir den kaufen? Okay, Leute, was kostet der? 200 Euro. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt so ein Ding mit. Ja. Und dann sehen wir uns gleich bei mir zu Hause, wenn ich das Ding aufgebaut habe, ne? Ja. So, Leute, Leontin ist gerade da vorne schon auf Verbrecherjagd. Ich würde sagen, bevor wir jetzt richtig starten können mit dem Polizeiwagen, weil er muss ja auch heute richtig im Einsatz sein. Ey, das ist richtig krass, das Ding. Baue ich das jetzt erstmal hier alles zusammen und sehen wir uns gleich wieder. Ey, das ist richtig fett, Leute. Schreibt mal alle in die Kommentare, ob ihr das Auto cool findet, ja oder nein. So, Leute, der Wagen ist gekauft. Smith Toys rein und guck noch mal nach rechts. Und ich hab schon gehört, da wurde wieder Spielzeug geklaut, glaube ich, von Marvin oder so. Fahr jetzt erstmal rein und dann werde ich erstmal gucken, ob da irgend solche langen Finger sind oder so. Und Leontin am Start! Ich schau jetzt erstmal, ob das hier alles nach den rechten läuft. So Leute, ich werde jetzt erstmal schauen im Laden, ob hier irgendwelche Leute sind, wo irgendwas klauen oder so. Okay Leute, was ist denn da? Ich glaube, das ist Marvin. Was macht der denn da? Hä? Was macht der da? Nein. Ich muss ganz schnell zu ihm. Marvin! Wir haben ihn im Einsatz! Ey, was machst du denn hier? Ey, ich klau! Ey, hallo! Ey, was machst du hier? Hör auf zu hauen! Ich bin heute 24 Stunden Polizist! Ja, okay, aber ey, können wir das hier hinter uns lassen? Ich hab kein Geld dabei. Nein! Digga, Leontin, was ist los mit dir? Du bist total komisch geworden. Deswegen habe ich jetzt erstmal zur Kasse gebracht. Marvin wird jetzt hier erstmal Hausverbot haben. So, Leute, ich fahre jetzt erstmal raus. Wir sehen uns draußen. Ey, Leute, ich bin richtig sauer, Alter. Ich habe jetzt einfach Hausverbot. Ein Thema bei Smithers wegen Leontin, ey, weil der mich verpetzt hat. Alter, Leontin, wegen dir habe ich Hausverbot. Ja, das ist ja auch recht. Warum? Weil du ja was geklaut hast. Digga, ich bin richtig sauer, Leute, ey. So, Leute, das ist einfach ein Unfall passiert. Jetzt fahre ich da erstmal ganz schnell hin. Genau, Leontin, wir müssen jetzt mal im Anhalten, sehen wir uns gleich wieder, Leute. Müssen wir erstmal kurz regeln, ist einer drauf gefahren, ne? So, Leute, ich bin jetzt erstmal gerade unterwegs und dann warte ich gerade mit meinem Auto, wann der nächste Anruf kommt, weil ich bin jetzt richtig starker, ey. Oh, Alter, jemand. Hallo? Ja, die Polizei? Ja, was ist? Ja, hier ist das Automobilrennzentrum Rhein-Neckar. Bei uns wurden die Autos zerkratzt. Oh mein Gott, Leute, wir müssen da ganz schnell hinfahren. Ja, kann da jemand ganz schnell vorbeikommen, bitte? Ja, ich komme. Okay, dann bis gleich. Okay, ciao. So, Leute, ich habe einen Einsatz reingekommen. Jetzt werde ich erstmal mit Blaulicht da rein hinfahren. Let's go, Leute, jetzt geht's da erstmal hin. Okay, Leute, ich bin jetzt erstmal bei dem angekommen und jetzt hier stehen auch schon richtig schicke Autos. Und jetzt werde ich erstmal schauen, welches verkratzt wurde. Kommissar Leontin auf Auftrag. Boah, sind das schöne Autos! Kommt es denn wie rein? Kommissar Leontin ist jetzt da! Macht euch keine Sorge! So Leute, das sind ja alle schöne Autos, aber meins ist viel schöner. So Leute, jetzt werde ich erstmal gucken, wo das Problem
Problem ist, Kommissar Leontin ist jetzt erstmal am Start. So Leute, ich werde jetzt erstmal gucken, was hier erstmal passiert ist. Leontin ist jetzt im Dienst. Gucken jetzt erstmal den Schaden an, wir sehen uns gleich. So Leute, ich gucke mir jetzt erstmal das genau alles an. Oh mein Gott, hier ist einfach ein Kratzer. Leute, das wird jetzt erstmal aufgenommen. Die Spurensicherung kommt auch gleich. Und hier vorne auch. Alles verkratzt, Alter. Okay, Leute, wir sehen uns gleich. So Leute, hier habe ich jetzt erstmal alles aufgenommen. Officer Leontin fährt jetzt erstmal weiter. Okay, Leute, ich bin jetzt erstmal zum Candy Store gerufen worden. Jetzt fahre ich da erstmal hin. Da wurde eingebrochen. Ey, ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass Kinder kriegen und die Sex befreien. Sag da, Leute, jetzt komm ich! Leute, ich habe mal meinen krassen Wagen. Ich habe alles blaulich und so. Hallo, Sie haben mich gerufen. Ja, wir haben ja Notfall. Was passiert? Schauen Sie sich mal an, hier haben die Leute Randale Alter, gemacht. Digga, oh mein Gott, die haben nämlich mal eine Schokobons aufgemacht zum Essen. Ey, hier sieht's ja richtig schlimm aus, Alter. Das Alter, Digga, oh mein Gott. Hier wurde ja alles verwüstet, hier liegt ja alles auf dem Boden. Ja, Alter. Ich brauche Ihre Hilfe jetzt. Ey, wurde irgendwie noch so Geld oder so was anderes geklaut oder so? Also ich weiß es nicht, ich war kurz raus und bin wieder rein und dann sah es so aus. Oh mein Gott. Haben Sie irgend sowas gesehen oder so? Irgend so einen schwarzen Mann oder so? Nein, leider nicht, nein. Was vielleicht Marvin? Das kann gut möglich sein. Das kann sein, ja. Hast du ihn gesehen? Nein, aber ich habe ihn noch gesehen, als er dort irgendwo hinten war. Dann war es er. Hey Leute, das Ding ist, ich glaube, da vorne ist gerade Leontin gekommen. Ich habe hier im Candy Store geklaut gerade. Ich glaube, das ist Leontin. Ey, was machst du da? Ey, nicht du? Was denn? Hast du das hier alles? Ey, du bist sofort festgenommen. Ey, nee, warte. Ja, was ist denn das Problem? Du bist sofort festgenommen. Hey, wieso? Schau, was du gemacht hast. Nehmen Sie den fest. Ey, chill mal, ich hab nichts gemacht. Ja, okay. An die Wand, Dicker. Ja, okay, Leute. Ey, warte. Ey, warte, Leontin. Komm sofort hierher. Was ist denn? Ja, okay. Das ist das zweite Mal, dass du heute geklaut hast. Ey, komm. Nein. Ey, komm. Nein. Bitte. Oh, sie passen zum Glück nicht. Ja, okay. Ey, warte mal. Nein. Ja, okay, warte. Nein. Lass uns verhandeln. Nein. Ja, ey, komm, es tut mir leid. Nein. Das war schon das zweite Mal. Ey, kriege ich jetzt Hausverbot hier? Ja, für wie lange? Immer. Ey, Mann, das ist mein Lieblingssüßigkeitenladen hier. Ey, Leute, Leontin, du hast dich echt verändert. Nein. Warte, hallo. Ich dachte, wir sind Freunde. Sind wir auch. Okay, warte. Ich bezahle das alles, okay? Ey, ich hab voll die Essen so. Verstärkung. Ja, Digga, Leute. Ey, Leontin. Leute, jetzt komm ich in den Knast noch rein wegen Leontin. Okay, komm. Du kommst nicht nur in den Knast. Was denn? Ich würde mal sagen, du kannst jetzt hier erstmal 24 Stunden verbringen. Digga, was soll das denn? Die Süßigkeiten erstmal hier weg. Ey, Leute, ich hasse Leontin echt. Okay, Leute, auf den ganzen Stress muss ich jetzt erstmal was trinken. Und auf jeden Fall was essen. Leute, jetzt muss ich auch erstmal was essen hier. Oh, das ist so für Arbeit, ey. Der darf die Schokolade nicht so kurz kommen. Ey, Leontin, es tut mir leid. Nein. Wow. Ey, wir sehen uns. Ja, okay. Bis morgen. Danke dir. Ey, Leute, was mit mir jetzt? Du bleibst jetzt hier. Ey, komm dann noch morgen vorbei und helf mit dir. Digga, Leontin. Da kommt jetzt ins Gefängnis drin. Natürlich. Ey, komm, sei jetzt nicht so. Ja, okay, Leute, dann sehen wir uns gleich. Digga, ich hasse Leontin, ey. Du hast dich echt verändert. Wow. So, Leute, ich bin jetzt auch erstmal auf dem Weg nach Mediamarkt auf Verbrecherjagd. Marvin habe ich gerade eben schon in den Knast reingesteckt. Den haben wir gerade schon weggenommen. Irgendso, keine Ahnung, Streifenwagen ist schon weg. Ich fahre jetzt erstmal rein und gucke erstmal nach unten. Leontin, der Polizeiofficer ist da. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Spielzeug. So, Leute, ich muss mir auch jetzt erstmal auch was geil für die harte Arbeit. Erstmal jetzt so eine Switch. Okay, Leute, die kaufe ich jetzt erstmal. Dann fahre ich jetzt erstmal rein. Wir sehen uns gleich draußen bei der nächsten Verbrecherjagd. So, Leute, ich fahre jetzt erstmal auch in den McDrive. Ey, ich hab so Hunger, ey. Wenn ihr mein Lambo sehen, wisst ihr Bescheid. Oh yeah. Ey, ich hab auch gar nicht viel Zeit zu mir. Okay, komm, erstmal richtig was zu essen. So, Leute, ich bin jetzt erstmal auf die Lange Pommel. Und dann werde ich mich erstmal noch reinsetzen und erstmal essen. Einen Moment, bitte. Ich hab nicht so viel Zeit, hier ist die Polizei. Einmal bitte das nächste Fenster. Cheeseburger und 6er Nuggets. Gleich wieder groß. Was?
hinter mich, Leute. Ich bin der Officer Leonti. Hallo, ich sorge jetzt für Recht und Ordnung. Leute, schaut euch mal einfach mein krasses Auto an. Einfach auch mit Beleuchtung. Alter, ist das krass. Hinten leuchtet auch. Tschüssi, die meinte gerade eben, ich soll mal kurz reinkommen, weil da gibt es irgendwie Stress oder so, keine Ahnung. So, ich geh da jetzt erstmal rein. So, Leute, ich gucke jetzt erstmal, ob in meinem Zuhause alles okay ist. Was ist das denn? Niemand ist hier bei mir zu Hause.